Hallo allerseits. Kleines. Ja, was schenke ich dieses Jahr zu Weihnachten? Ist sowohl ein Review als auch ja, so ein Geschenktipp. Das ist nämlich das Signature Rot Translucent 06225T. Das kriegt unsere Familienfriseurin, wo die ganze Familie hingeht. Das ist halt einfach nur eine kleine Aufmerksamkeit. Preis ist eigentlich, glaube ich, relativ unwichtig in dem Fall. Ich denke mal, das waren so 12 oder 15 Euro. Keine Ahnung. Ich gucke da nicht so unbedingt drauf, was das angeht. So, mal kurz ausgepackt. Ich habe ja schon das Signature Light vorgestellt. Also tut sich da nicht viel vom Messer her. Zum einen, ich finde diese rot-translucent Schalen echt klasse. Die haben irgendwie Stil, finde ich. So, hier haben wir die kleine Klinge. Und die ist wie immer sauscharf. Entschuldigung. Ach, komm her, Tasse schön richtig schlecht rücken. Dann, da Friseure ja immer auf ihre, oder Friseurinnen immer auf ihre Hände achten, hier eine Nagelfeile. Und Achtung, da bin ich mir fast sicher, dass ich da recht habe. Das ist, glaube ich, keine Diamant. Diamantfeile, ich meine, das wäre eingeprägt ins Metall. Na, hier einen kleinen Schraubenzieher wird sie zwar nicht. Doch, eigentlich schon. Die hat nämlich eine Brille. So, da haben wir also ein Tool. Zwei, drei Tools. Victorinox nennt diesen kleinen Schlüsselring, diesen Inox-Ring. Zählt die mit zu den Tools. Und jetzt kommt, warum ich ihr dieses schenke, ist allein schon wegen der Schere. Weil die ja Friseurin ist für den Notfallhaarschnitt. Ist natürlich auch scharf, wie immer. Also Victorinox ist da einfach, macht da einfach qualitativ hochwertige Arbeit. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Also 1, 2, 3 Tools, 4 Tools. Dann haben wir hier den Kugelschreiber. Ja, und das war's. Also ich finde als Geschenkidee für Freunde, Bekannte, Verwandte, das ist eine Kleinigkeit, eine kleine Aufmerksamkeit, nicht verkehrt. So, danke fürs Zuschauen. Und ja, ach, hab ich ganz vergessen. Hier ist diesmal leider, da hier der Kugelschreiber etwas mehr Platz verbraucht, hat man leider diesmal nur die Möglichkeit auszuwählen zwischen der Pinzette und dem Zahnstocher. Da überlässt Victorinox einem das selbst, was man da rein tut. Ich bin mir sicher, dass Charlotte, so heißt sie, die Pinzette wählen wird. Nun, also, das war's. Danke fürs Reinzappen, Kommentieren und Bewerten und wünsche euch noch einen schönen Tag. Mal Idiot.